Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt hier in der Basis, wo auch die Alien-Waffe liegt. Wir möchten natürlich jetzt diese abschalten. Und das scheint echt mit dem letzten Update. Ist das hier alles zurückgestellt worden? Ist. Wenn ich es anklicke, kriege ich auch keine Meldung, dass ich es noch nicht habe. Vorteil ist natürlich jetzt hier die Ionenwürfel und so, die ich jetzt wieder einsammeln kann. Aber trotzdem, ja, recht sinnfrei, dass ich das wieder muss. Oder habe ich irgendwelche wichtigen Update-News verpasst, wo ich hätte vielleicht das Spiel noch einmal neu anfangen müssen? Wäre natürlich jetzt schade gewesen, da ich jetzt schon so vorangeschritten war. So, ab geht's nach unten. Ja, die letzten Male, wenn man dann versucht hat, die Alien-Waffe abzuschalten, hat dann ja dieser komische Dorn da in den Finger gepiekt und guckt, ob man überhaupt rein kann. Hier ist dieser große, schöne Moonpool. So einen hätte ich auch gerne zu Hause, da könnte ich mich ganz Zyklop reinstellen. Und jetzt geht's nach oben. Großen Terminal. Gut, wenigstens der Weg noch vorbei. Wenn ich hier jetzt noch ein Artefakt gebraucht hätte, ich glaube, da hätte ich aber geweint, wenn ich jetzt schon wieder so viel hin und her laufen müsste wie in der vergangenen Folge. Da war ich ja für 15 Minuten Zeit stundenlang unterwegs so ungefähr. Ja, triff mich nicht. Genau, box noch mal gegen. Und wir haben es geschafft. Die Anlage ist jetzt abgeschaltet. Die Waffe ist aus. Neue ankommende Schiffe könnten uns somit jetzt rein theoretisch retten. Und jetzt ist auch der Moment gekommen, wo mein gesamtes Subnautica-Wissen aufhört. Ich weiß weder, wie ich hier aus eigener Kraft noch durch die Hilfe von Andra jetzt diesen Planeten verlassen soll oder kann. Ich weiß auch noch gar nicht, ob das jetzt gerade in dieser Early Access Phase überhaupt schon möglich ist, den Planeten zu verlassen. Aber wie gesagt, ich habe keinen Plan. Das Einzige, was ich ganz genau weiß, ist, mein Krebsanzug, der ist unten in der letzten Alien Base, mein Zyklop, der ist unten in der Lava Base und meine Seemotte, die ist unten vor dem Eingang von irgendeinem Teleporter. Also ich habe es geschafft, meine Fahrzeuge querbeet über die komplette Map zu verteilen. Da sieht man es auch. Da ist der Zyklop, da ist der Krebsanzug. Da hinten, wo die Seeboje ist, da ist meine Seemotte. Muss ich natürlich jetzt irgendwie da mal sehen, dass ich das irgendwie alles wieder zusammenkriege. Hüp, hüp. Irgendwelche neuen Baupläne, sowas haben wir auch noch nicht dabei. Gut, ich habe jetzt gesehen, wir haben jetzt hier diese Ionenbatterie, die Ionenenergiezelle. Das möchte ich auf jeden Fall bauen, weil es ist natürlich sehr viel effizienter. Aber ansonsten sehe ich jetzt gerade nichts irgendwie Neues, was uns da irgendwie noch vernünftig weiterhelfen könnte. Könnte, würde oder wie auch immer.
Ja, hier oben auf der Insel hatten wir jetzt auch einen Teleporter freigeschaltet. In den werde ich natürlich jetzt auch reingehen. Damit wir dann Richtung Krebsanzug kommen. Vom Krebsanzug dann zum Zyklopen und den Zyklopen dann auch nach Hause bringen. Und dann halt irgendwann bei nächster Gelegenheit kümmern wir uns. Ach, ein Vogel, was ist denn da für eine komische Kugel in der Luft? Kümmern wir uns dann darum, dass wir die Seemutter auch wieder heimbekommen. Und dann schauen wir mal, was wir Schönes als nächstes anstellen. Mit unserer Freiheit neu gewonnen, nicht infiziert. Und Rinder. Müssen wir noch einmal unter Floater Island gehen, um den nächsten Teleporter zu nehmen? Oder wie habe ich das jetzt verstanden? Das war ja nicht der einzige Ausgang. Habe es jetzt echt geschafft, mich hier total zu verlaufen auch noch. Ja, ich habe es auch schon gesehen, dass ich hungrig bin. Ich halte auch gerade schon Ausschau nach diesen Sternfrüchten. Aber ich sehe sie jetzt hier irgendwie noch nicht. Ist die Dance-Bot auch nicht so schwer, wie beim ersten Mal zu finden. Gerade sagen, das mach mal lieber nicht, das tut weh, da so runterspringen. Das ist bescheuert. Winter voll. So gut, durstig sind wir schon mal nicht mehr. Unseren Hunger haben wir noch nicht wirklich gestillt. Obwohl ich sehe gerade, unsere Seemotte ist nur 800 Meter entfernt. Das können wir sonst zur Not auch gleich eben schwimmen. Aber wie schon erwähnt, vorher möchte ich ganz gerne eigentlich erst noch was essen. Doppelsprung? Ne, das kann er wirklich nicht. Oh, super. Nahrungsmittelwüste Floater Island. Hier sind doch noch
Und diesen Früchten hier, die können wir auch essen. Gut. Oh, so noch jede Menge. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass hier so viele davon sind. Oder nehme ich mal 4 Stück davon mit? Doch. 4, 5, 6. Dann kann ich dann einfach mal zu Hause ein Innenbeet mit diesen hier noch voll machen. Das wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Dann schwimmen wir jetzt mal eben fix. Gehen wir da rein, holen den Krebsanzug, holen den Zyklopen, schwimmen aus dem Lava-Biom wieder raus nach Hause und dann den Trebbihund auch nach Hause bringen. Jo, das ist einiges, was wir da noch machen müssen. Dann noch einen Alien-Container bauen, denn ich habe ja noch neue Eier gefunden. Möchte ich natürlich auch schnell einsetzen und gucken, was da rauskommt. Sehr gespannt. Und rein hier. Lad ruhig ein bisschen schneller. Ist nicht schlimm, wenn das schnell geht. So, wenn wir fertig werden mit dem ganzen Vorhaben jetzt. Ja, und da vorne, da steht unser Krebsanzug. Sei selber willkommen. Na, ob wir wohl heile ankommen werden? 1 Kilometer. Den gilt es jetzt zurückzulegen. Ein bisschen auf Risiko. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich jetzt gleich hier sofort in der Lava lande. Oh, da fliegt aber Feuer an mir vorbei. Hau ab, du Drache. Aufs Maul. Nächstes Mal boxe ich dir ins Gesicht. Das will ich dir wohl sagen. Und so kannst du dir alles erlauben. Spinner. Ist das hier auch Kryanit, was hier so rot leuchtet? Ja.
Und wo war jetzt noch mal das? Der Punkt, aus dem ich das Loch, aus dem ich gekrochen bin. Ich stehe voll in Lava und es laggt. Gut, schnell aussteigen. Reparieren. Ich verliere wirklich nur ganz, 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 ganz langsam Energie. Ich hätte gedacht, dass ich jetzt wesentlich schneller sterben würde, wenn ich jetzt hier mich außerhalb des Krebsanzugs bewege. Du hau jetzt da unten ab, du Alien. Obwohl, hast du mich jetzt überhaupt noch? Ich bin doch jetzt nicht mehr infiziert und gar nichts. Da oben, meine ich, da war das Loch, aus dem wir kamen. Ja, sehr gut. Wir schaffen das wirklich sehr viel besser jetzt gerade zurück, als ich gedacht hätte. Und wir fliegen auch gerade wesentlich höher, als ich unserem Apparat hier zugetraut hätte. Aber schaffen wir es auch noch bis zur Kante? Nein. Ja, das ist schade. Also, wenn ihr hier runtergeht mit dem Krebsanzug, denkt ja daran, dass ihr das Sprungdüsenmodul euch gebaut habt. Denn wenn ich jetzt hier aus mit normaler Schubkraft versuchen würde, hier hochzukommen, ich denke, das würde ich nicht schaffen. Dafür braucht man wirklich dieses Sprungdüsenmodul. Was ich ja glücklicherweise besitze. Dementsprechend auch ein bisschen höher springen kann. Und ich meine, dafür hat man auch Kryonit benötigt oder Nickel. Ne, Nickel. Ich glaube, dafür hat man Nickel benötigt. Nickel findet ihr im Lost River, wenn ihr mit dem Bohrarm diese großen Vorkommen abbaut. Da ist Nickel drinne. Was natürlich jetzt gleich hoffe, ist, dass unsere Stromreserven vom Zyklopen auch reichen werden, dass wir überhaupt nach Hause kommen. Hallo? Machst du mal die Tür auf? Da nicht, der spinnt ja wohl. Oder ist jetzt hier ja, es ist alles. Batterien sind alle oben so weit leer, dass wir hier nicht mal Sauerstoff produzieren. Habe ich noch eine?
wäre mal gespannt, ob mein Krebsanzug gleich unten überhaupt noch vorhanden ist. Ja, er ist noch da. Ich muss nur ihn hinten nach oben bringen. Ist der Fisch auch mit reingekommen? Nö. Aber das ist natürlich auch jetzt irre komisch wäre. Wir drehen uns vorsichtig um. Und frage mich jetzt erstmal noch mal einmal, wo war hier noch mal der Ausgang? Habe ich nur 64% Energie? Ach, bestimmt wegen dem Lag. Wegen diesem ollen Schild hier, das ich da einmal gestartet habe. Schon weil unser Krebsanzug gerade aufgeladen wird und wir die Batterien auch noch mit aufladen und hier irgendwie gerade alles geladen wird. Ich werde dann jetzt mal hier eine ruhige Fahrt nach Hause starten. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und tschüss.